Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Ad Infinitum. Und wir starten ein neues Spiel. Du hast es einmal getan. Und du musst es wieder tun. Was denn? Schauen, alles klar. Oh, krass. Ich hab harte Bunker-Flashbacks. Irgendwie. Also Amnesia the Bunker. Obwohl die Grafik echt mega aussieht. Oh, wir sind gut, aber wir sind ein Zeichner. Kleine Taube. Wir sind anscheinend Funker. Oh nee, bitte nicht morsen jetzt. Morgen. Okay, also er schaut sich von allein um. Morgengrauen. Seit Monaten hast du die langweilige Aussicht auf die Tabelle verflucht. Jetzt wünschtest du, du müsstest deinen Unterstand nie verlassen. Ja, müssen wir raus, oder was? Tagebuch, dein Tagebuch. Du wirst es nie aus der Hand geben. Alles klar, okay. Drehen, vergrößern. Text ausblenden. Nehmen. Wir nehmen's. Flup. Bewegung, WASD. Okay. So, was haben wir denn da? Der Feldzug im Westen. Sie sollten das, was? Sie wollten, dass ihr den Graben der Franzosen stürmt. Du betest, dass du dich irrst, aber es fühlt sich an wie ein Todesurteil. Ja, na, da kannst du aber sicher sein, Alter. Was? Bandit? Hat's hier ganz... Oh Gott. Was war das? Kann ich springen, Alter? Ich habe mit ihm gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Mit wem? Mit wem haben wir gesprochen? Hm, können wir hier noch Morgengrauen mitnehmen? Die Buchstaben verschwimmen vor deinen Augen. Mit Mühe kannst du sie dennoch entziffern. An alle Stationen im Kampfgraben. Oder Morgengrauen. Okay. Wenn du um Hilfe funkst, statt zu kämpfen, wird man dich als Deserteur verhaften. Okay, gut. So, können wir noch was? Ach, Hajemini. Ach, Hajemini. So, du wolltest eine Karte nach Hause schreiben, aber dir fehlten die Worte. Nun ist es zu spät. Oh, was? KV, die blaue Taube. Am 30. Juli. 15. September. Oh! Berliner Leinwände. Eine Ausstellung lokaler Künstler. Café im Scheunviertel. Ach, wie cool, Alter. Eure Kunstausstellung hat nie stattgefunden. Du bist das letzte Mitglied der Blauen Taube. Oh nein. Alle unsere Freunde sind tot. Hier wird das repariert. Hier wird etwas repariert. Leider verstehst du kaum etwas von diesen technischen Dingen. Denn wir sind Künstler. Den Waffen! Der Leutnant hat den Sturm befohlen. Mit der gesamten Kompanie. Das geht nicht gut. Los, bereit werden! Das geht nicht gut, Freunde. Erster Weltkrieg, das war ja nur wirklich ein ganz dreckiger Schützenkampf. Schützenkrieg. Schützengraben. Krieg. Meine Güte. Aufgeregt. Okay, ein Gewehr. Also die Grafik sieht schon wirklich krass aus, muss ich sagen. Gewehr, Modell 98, geladen und entsichert. Nehmen wir. Okay, drücken, um das Gewehr auszurüsten. Oh, krass. Ist das jetzt hier so ein Medal of Honor oder was? Halt hier drückt, um mit dem Gewehr zu ziehen, okay, und zu schießen. Schießen möchte ich jetzt eigentlich, oder? Soll ich mal schießen? So, Türen. Du brauchst dein Gewehr. Beeil dich. Ich habe mein Gewehr.
Ich habe meine Wehr. Kameraden, ich komme. Ich komme, euch zu retten. Ich bin Sanitäter, hoffentlich. Ich bin Funker. Ich muss meine Leute rausholen. Zug 1, ab! Wo denn? Wo? Wo, Freunde? Wo? Zum Krater, gesperrt. Wo denn? Wo sind denn alle? Zur Front. Okay, enge Bereiche. Benutze W. Alle klar, sind wir durch. Oh, nee, Alter. Wir sind harte Frontschweine hier. Berliner Straße. Kenn ich anders. Aber egal. Oh, scheiße, Alter. Alle Dienst gerade unverzüglich vorne in den Kampfrahmen. Ah, was? Wo denn? Wo ist der? Kann ich hier gar nicht lang. Oh, scheiße, Alter. Kann ich hier durch? Nee, alles eingestürzt. Scheiße. Alter. Oh, der ist von uns. Achso. Oh, Alter. Meine Armkameraden. Oh, warte mal. Hotline Control. Steuern. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter, ey. Leiter, hoch da, los. Soldat stirbt. Oh, Mann, Alter. Französischer. Oh, Feuer, was, wo sind sie? Scheiße, Mann! Oh Gott! Ich will nicht verrecken! Oh, meine Armkameraden! Alter! Männer auf 66-Setting, grüß dich! Ah! Alter, wo ist denn hier irgendeine Sau, Alter? Ich renne hier wie Falschheld rum! Wie? Ah, puh. Verdammt! Oh, das ist aber wirklich krass, wenn du hier unter Wasser kommst, ey. Oh, meine Beine! Ach komm, Alter! Komm! Echt? Meinst du, das ist jetzt der richtige Sound, Bianca? Meinst du, das ist der richtige Sound? Hallo? Ich habe jemanden gehört. Fuck. Ich denke, das ist nur ein Tutorial, ne? Das ist ein ziemlich intensiver Tutorial. So, das sieht nach meinen Kameraden aus, glaube ich. Die still schießen. Die haben, Schalldämpfer drauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh! Oh, nee. Haben wir verkackt gerade? Oh, scheiße. Wir wurden geskywalkert. Oh, komm. Bin ich jetzt einfach nur gestorben? Habe ich es jetzt verkackt? Ist das einfach eine ganz miese Todesfrequenz? Sequenz? Ist das ein Franzose? Das ist... Alter! Oh Gott, Alter! Oh Gott!
Oh! Was wird denn bitte? Kapitel 1, Verzweiflung. Oh, ja, Man of Six Ecstatic, grüß dich erstmal hier. Willkommen bei uns, der stumme Peter, ja. Holy moly! Und hi, Bianca, das Drama ist real. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Hörst du? Achso, warte mal. Papa spricht zu ihm im Hintergrund. Vater? Ich mag's nicht, wenn Mami und Papi streiten. Oh Mann, Alter. Ja, echt? Wir sind jetzt... Haben wir zwei Hände? Würde mich jetzt mal kurz sofort interessieren. So, was ist das? Kompaniefoto. Okay, alle sehen verschwommen aus. Das ist schon mal kein gutes Zeichen bei Horrorspielen. Und es ist ja dunkel bis unter Dach. Paul, ich schicke dir das Morse-Alphabet. Du kennst es ja aus der Schule. Es ist eine ganz eigene Sprache, die ich mittlerweile fließend spreche. Zum Glück ist mein Telegrafenunterstand sicher gelegen. Er hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Ich bin bald im Urlaub in der Heimat. Sehe ich dich diesmal? Oder wieder nur die Mutter? Bitte gib gut auf sie Acht. Dein Bruder. Das ist echt interessant. Das ist auch so ein Phänomen der Zeit, dass man immer noch so einen Artikel davor. Sehen wir den Vater? Grüß mir den Vater, grüß mir die Mutter. So, echt antiquiert, ne? Verdammt dunkel ist das hier. Ich sehe nichts. Zum Anzünden brauchst du Feuer. Okay, Schublade ist zu. So, ich versuche mich mal erstmal so viel wie möglich umzusehen. Irgendwie, um hoffentlich nicht so viel zu verpassen. Der Zinnsoldat hat seine Männer im Griff. Cool, okay, alles klar. So, was haben wir hier? Ein Dolch? Gib deinem Bruder den Dolch zurück! Es tut mir leid, Paul, ich... Und jetzt raus mit dir, du Dieb! Du bist nicht mein Sohn! Passt gerade überhaupt nicht, aber ich hab gerade irgendwie... ich hab gerade das goldene Kind im Kopf irgendwie. Was? Ich will den Dolch haben! Ah ja, kennt bestimmt keiner. Egal. Auf der Suche nach dem goldenen Kind. Mit Eddie Murphy. Also wir leben anscheinend in einem sehr prunkvollen Häuschen hier, muss man mal sagen. Klar, Tapete, nicht die beste, aber... Das Zimmer deines Bruders ist versperrt, doch du hast etwas gesehen. Aber er kann es nicht sein, oder? Paule, bist du gut? Paule! So, sind wir jetzt verletzt zurück von der Front? Was haben wir hier? Ein Zahnrad. Ein schweres Zahnrad. Es riecht nach Öl. Nehmen wir. Brief, Aufzug. Ah, der wird nicht vorgelesen. Okay. Berlin, der 4. Oktober. Oh, warte mal, ich mach mal hier Effekt an, damit man auch hört, dass man liest. Berlin. Den 4. Oktober 1918. Betrifft Installation einer Aufzugsanlage. Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Arbeiten werden bis Ende der Woche abgeschlossen sein und intern verrechnet. Grobert, stellvertretender Direktor, Farbenfabrik Karl von Schmidt und Co. Berlin. Schön. Sag mal, ist das von deutschen Herstellern, also Entwicklern gemacht? Von deutschen Herstellern. Ist dieses Spiel made in Germany? Could this be? Aufzug rufen. Nichts geschieht. Ein Fahrstuhl zum Dachboden. Er muss kürzlich installiert worden sein. Du fragst dich, was dort oben sein mag. Was haben Mutter und Vater dort oben getan? So, können wir die Lampe nehmen oder irgendwas? Nein, können wir nicht. Okay, dann schauen wir mal weiter. Wie sieht es denn eigentlich mit Schubladen öffnen aus? Das können wir nicht tun. Knarz. Also das Spiel ist bei mir echt mega dunkel, muss ich sagen. Ich will es jetzt aber auch nicht gammamäßig heller stellen, weil ich weiß jetzt nicht, ist es bei euch genauso dunkel? Wie schaltet es denn da aus?
Oma, grüß dich. Hi. Können wir hier die Leiter mitnehmen? Nein, können wir nicht. Wir gehen mal wieder zurück. Sitzen in Berlin. Ah, cool. Oh. Ich fühle mich jeden Tag schlechter. Bitte, Mutter der Barmherzigkeit, hilf mir. Ich will keine Spritzen mehr. Sein Vater, seine Ordensritter, sein Gift. Er sagt, ich bin verrückt. Er sagt, der Kuckuck sei mein Sohn. Aber ich weiß, was ich weiß. Sie haben mir alles genommen. Meine Kinder, meine Sprache, sogar meinen Namen. Er hat meine Bibel ins Feuer geworfen und deine Statuen zerschlagen. Aber dich können sie mir nicht wegnehmen, Mutter der Barmherzigkeit, Mutter der Schmerzen. Sehr geil vertont. Sehr, sehr geil vertont, muss ich sagen. Ist alles zu? Also wir haben zack hier einen Schritt drauf, das finde ich ganz cool tatsächlich. Eine Lampe wäre schön. Irgendetwas, womit wir was sehen könnten, wenn zum Beispiel mal eine Lampe ausfällt hier. Mutter! Vater! Wo seid ihr? Bitte streitet doch nicht. Gebt mir lieber ein Zündholz. Oder eine Maclight, die es damals nicht gab. Auch so interessante Türrahmen irgendwie. Fühlt man sich ja so ein bisschen wie im Bruchtal. Und alles ist hier zu. Warum ist alles zu? Okay, ich renn mal schnell zurück. Kann ich vielleicht Bedienstete rufen, weil wir Adlige sind? Schnöselige Herrenhausbesitzer? Nein, können wir nicht. So, wahrscheinlich habe ich hier irgendwo ein Feuerzeug. Ja, wir nehmen einfach mal diese Dinger hier, Zündhölzer. Ein Streich, ein Funke genügt. Alles klar. So, beim Aufstehen schon gleich instant erstmal das Allerwichtigste vergessen. So, dann machen wir mal hier erstmal die Lampe an. Wie viel Zündhölzer habe ich? Habe ich unendlich? So, das war der Brief an Paule. Okay, können wir einen Kamin anmachen? Nein, können wir nicht. Können wir auf den Balkon? Auch nicht. Schränke öffnen. Ja, geht. Okay, schauen wir nochmal. Oh, ein Gewehr. Wir haben ein Gewehr. Für ein Gewehr. Ein Spielzeuggewehr. Das abgenutzte Spielzeuggewehr hat schon viele Kriege überstanden. Schön. Unser altes. Was haben wir da? Johannes. Atmet. Also wir sind scheinbar Johannes und wir atmen. Wir sind des Atmens fähig. Schön. Also ich kann noch nicht mal erkennen, was das ist, aber irgendwie bereitet es Johannes wohl Probleme. Okay, alles klar. Also man kann es jetzt nicht noch mehr triggern. Ja, es ist versperrt. Mit einem Schlüssel können wir es öffnen, aber wo ist der Schlüssel? Warte mal, hier hinten ist... Ah, hier ist ja eine Treppe. Okay, hier geht's noch runter. Dann würde ich sagen, wir gehen mal runter. Ne, hier waren wir schon auf der anderen Seite. War auch alle zu. Deshalb, lass uns nach unten gehen. Warte, ich soll zum Abendessen runterkommen? Ich habe so Hunger auf was Leckeres. Was? Warum denn? Mutter? Ist das die Mutter? Ich guck mal ganz kurz, wo die Mutter hin ist. Okay. Also Stimmung ist schon mal sehr, sehr gut in dem Spiel. Ah, der gute Tafelwein. Was haben wir hier? Die Allgemeine Zeitung. Kann ich zoomen? Ich möchte zoomen. Nein, es geht nicht. So, wir machen eine fetze Schellackplatte. Paula entweder oben oder unten. Oh,
Du spürst, dass der Talisman böse in die Schranken weisen soll. Böses in die Schranken weisen soll. Warum wird dir übel, wenn du ihn ansiehst? Hilf mir, bitte hilf mir. Pauli, Mann, jetzt hör doch auf. Ich hol doch gleich was zu essen. Bin doch gleich da. Er ist so grausam geworden wie sein Vater. Er ist Karl. Ich kann nicht vom Kriege sprechen. Nicht Vater? Von den verlorenen Söhnen. Ich darf nicht in ihre Zimmer. Die Zimmer meiner eigenen Söhne. Ich darf gar nicht mehr sein. Wenn ich nur auch schon tot wäre. Okay, Karl ist vielleicht unser Vater. So, ich mach mal aus, weil ich möchte nicht, dass der Song sich so abnutzt. Ich mag den so sehr, irgendwie, der ist so auf Heavy Rotation bei mir, aber... Was war denn dahinter? Okay. So, Karte von Saint-Babin. Auf Französisch. Mein Schwesterchen, wie geht es dir denn? Wir waren in Berlin, um dich zu besuchen. Aber das Hausmädchen hat uns abgewiesen. Ein alter Mann hat auf Deutsch herumgeschrien, aber ich konnte nicht verstehen, was er sagt. Waren wir denn am falschen Haus? Warum meldest du dich nicht mehr? Hast du die Spieluhr bekommen? Ich weiß noch, dass wir auf dem Platz vor der Kirche immer gesungen und die goldenen Vögelchen bewundert haben. Im Café bei Mama und Papa. Wenn es so schlimm ist, komm doch bitte nach Hause zu uns. Wie geht es denn den Kindern? Bitte melde dich. Saint-Babin, den 3. Mai 1908. Okay. Julie. So, hoppala. Julie hatte letztens eine Kehlkopfoperation und klingt seitdem leider wie ein Mann. Meine liebe Mutter, wenn ich die Kanonen donnern höre, dann bin ich Papa nicht mehr böse. Dann mache ich mir Sorgen um euch alle. Meldet sich der Paul bei dir? Mir schrieb er kein einziges Mal zurück. Johannes. Ja, was ist denn mit Paul? Ist Paul immer noch sauer, weil wir ihm den Dolch geklaut haben? Orchestrion-Notenrolle. Orchestrion-Notenrolle? Ein Marsch zu Ehren unserer großen Generals Lothar von Schmidt. Cool, nehmen wir. Nischt. Mann, alles ist hier verschlossen. Krieg hier für alles noch einen Schlüssel? Mechanischer Vogel. Mega unheimlich, so ein Ding irgendwie. So, hier können wir auch nicht. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen raus aus diesem wunderschönen, verstörenden Raum und schauen uns weiter um. So, was haben wir hier? Meine liebe Mutter, ich freue mich, dass ihr wenigstens die Kälte überstanden habt. Aber ich weiß ja, wie ihr weiter hungert in der Heimat. Es wäre doch das Beste, sich geschlagen zu geben. Aber davon will der Vater sicher nichts hören. Er glaubt bestimmt, dass der Krieg ihm Ruhm und Ehre einfährt wie dem Großvater. Ruhm und Ehre sind schon im ersten Kriegswinter gestorben. Mit welcher Lust wir in den Krieg gezogen sind. Wie dumm wir waren. Trotzdem werde ich dem Vater schreiben. Ich mache mir Sorgen um Paul. Johannes. 15. April 1917. Was ist denn mit Paul passiert, sag mal? Salz, ein Päckchen Salz. Cool, nehmen wir. Und als große Supernaturals-Fan wissen wir auch, was wir damit machen sollen. Wir ziehen einen Kreis um uns. Brief von Frau Bruegel. Berlin. 20. Dezember 1918. Ursula hatte. Okay. Liebe Frau Schmidt, da Sie mir immer so lieb etwas extra zugesteckt haben, bringe ich Ihnen ein paar Kartoffeln. Wir haben alle nicht viel, aber ich weiß, dass Sie es doppelt schwer haben. Bitte passen Sie auf sich auf. Vielleicht kann ich wieder für Sie arbeiten kommen, wenn der Winter vorbei ist. In Freundschaft, Ursula Bruegel.
Oh, das ist, ich weiß nicht, das ist, ich empfinde das als sehr unangenehm irgendwie. Das sind so, das macht das irgendwie so, wie sagt man denn, so authentisch ein bisschen irgendwie. So die Namen sind jetzt nicht irgendwie, hey, Mr. Anderson, Mrs. Debbie Smith, Ursula Bruegel irgendwie. Das ist, könnte jetzt auch meine Deutschlehrerin sein, ne? Hier noch ein paar Kartoffeln. Naja, ich meine, das war ja so irgendwie. Da mussten sich alle irgendwie aushelfen, um wieder unten zu kommen. Aber das macht's halt so. Oh, zerbricht so ein bisschen die Grenze zum Fiktiven. Mutter hat sich oft stundenlang im Musikzimmer eingeschlossen, aber nicht heute. Du nicht zulassen. Das musst du nicht zulassen. Ja, einen Scheiß kann ich tun. Wenn es abgeschlossen ist, dann ist Mutti im Arbeit, im Musikzimmer. In der dunkelsten Stunde rettet mich nur noch die Musik. Gibt es überhaupt ein Herz, das sich nicht durch sie erweichen lässt? Nur wenn Karl wieder dieses schreckliche Orchestrion und die Musik seines Vaters spielt, dann wird mir übel. Dann stürzt alles auf mich ein. Dann will ich nur noch sterben. Aber ich weiß, wo er den Schlüssel aufbewahrt. Ja, wo? Liebe Mutter, wo? Sammeln von Hinweisen und Dokumenten. Wenn du Dokumente findest, die für ein Puzzle relevant sind, sammelst du sie automatisch ein. Du kannst sie jederzeit in deinem Inventar neu lesen, indem du Tab drückst. Also ich bin der Meinung, dass ich jetzt nicht besonders langsam lese, aber mit welcher Geschwindigkeit denken die Leute in Spielen, dass wir Menschen lesen? Zündhölzer. Hölzer. Okay, also dadurch, dass ich jetzt ständig Zündhölzer einsammle, fragt mich doch schon so ein bisschen, wie viel haben wir davon? Können wir ein Zündholz quasi einmal benutzen und dann ist es weg? Oder ist das jetzt so nach dem Motto, oben hast du es vergessen, hier hast du nochmal eine Chance? Maybe. Okay, gut. Dann schauen wir mal weiter nach. Vielleicht finden wir irgendwo den Schlüssel. So, hier haben wir einen Eintrag bekommen. So, das machen wir mal schön an. Dran. Achso, wir haben jetzt einfach bloß einen Streich jetzt. Okay, das war jetzt irgendwie. Wirkt es, als hätten wir einfach nur einen Streich jetzt angemacht und nicht die Lampe. Aber egal, komm. Brief zum Orchestrion. Soll Ihnen, Herr General und Ihrer Familie, dass dieses Orchestrion und der Marsch, den wir Ihnen heute übersenden, das Schlachtengetümmel ins Hause bringen und Sie stets an Ihre zahlreichen Siege und die unserer deutschen Vorväter erinnern. Das Orchestrion ist das Maschinengewehr unter den Musikinstrumenten, denn es löst alle Probleme mit einem Schlag. Ihre Brüder vom ritterlichen Orden des Roten Adlers. Boah, Alter, der ist selten so ein Scheiß, Alter. Ist also, Leute. Na toll, und kaputte Ding. Reparaturorchestrion. Herr Generaldirektor, jemand scheint sich mit Ihrem Orchestrion einen Spaß erlaubt zu haben. Es wurde verschiedene Teile mutwillig ausgebaut. Die Walze habe ich gefunden und eingebaut. Von dem entwendeten Zahnrad fehlt allerdings jede Spur. Auch Ihre Notenrolle, von der Sie sprachen, fehlt. Den Schlüssel habe ich Ihnen wieder zurück in das Kästchen in der Eingangshalle gelegt. Wir setzen nun die Installation des Lifts fort. Hochachtungsvoll, Klaus Walter. Das Orchestrion. Aha, aha, okay. So, wir brauchen den Schlüssel. Wir brauchen den Schlüssel. Der ist in der Eingangshalle. Kann ich denn jetzt vielleicht ein Zündholz anmachen? Nein. Aber Mutter spielt sehr gut Klavier. Die Mutter spielt gut. So, wir gehen mal weiter. Ah, rote Kerze. Der süße Duft von des roten Wachses strömt dir in die Nase. Nehmen. Okay, wir haben eine Kerze. Brauchen wir jetzt einfach nur den Wachs? Okay, wir sind in Resident Evil. Boah, Alter, was sind das hier bitte für ein Domizil? Läuft bei denen. Die möchte ich aber nicht putzen, Alene. Ach, da sind wir.
Ich und Paule. Ein Bild von deinem Bruder und dir. Dein Blick fällt auf den Nachruf daneben. Du hast gekämpft und sie haben dich einfach aufgegeben. Tief erschüttert bringen wir die Nachricht, dass die Söhne unseres Generaldirektors und Enkel des großen Generals Lothar von Schmidt, Paul von Schmidt, geboren am 5.3.1899, und Johannes von Schmidt, geboren am 3.10.1893, den Heldentod gefunden haben. Wir bitten um stille Anteilnahme. Berlin, 12. Oktober 1917. Farbenfabriken Kai von Schmidt und Co. Okay. Also, unser jüngerer Bruder und wir sind laut dieser Todesanzeige im Kampf gefallen. Als zwei Söhne eines Farbfabrikanten, Karl. Und wir sind Fons.